In diesem Video erkläre ich dir den NS-Putsch 1934, der auch als Juliputsch 1934 bekannt ist. Das Jahr 1934, ein Schicksalsjahr der österreichischen Geschichte. Und man kann auch den NS-Putsch nur im Zusammenhang sehen mit dem zweiten großen Ereignis im Februar dieses Jahres. Da war der österreichische Bürgerkrieg zwischen den Sozialdemokraten und den Christlichdemokraten oder den Christlichsozialen. Und die Nationalsozialisten haben gedacht, wir sind die lachenden Dritten und nützen auch diese Gespaltenheit in Österreich aus. Also für mich war das sicher ein Grund auch für diesen Putschversuch, weil sie die Situation einfach als günstig angesehen haben nach dem Bürgerkrieg. Hier noch ein Bild, zu dem ich später noch mehr sagen werde. Hier sieht man österreichische Sicherheitskräfte, Bundeswehr vor einer Radiostation. Gleich mehr dazu. Was versteht man unter dem NS-Putsch 1934? Der NS-Putsch, auch Juliputsch 1934, war der gescheiterte Versuch von Nationalsozialisten, mit Gewalt die Macht in Österreich zu ergreifen. Wichtig ist hier die Definition von dem Wort Putsch. Putsch ist das Gegenteil von einer demokratischen Wahl, also die Leute wählen und die Partei mit den meisten Stimmen kommt an die Macht. Beim Putsch versuchen stark bewaffnete militärische Kräfte, das Land per Handstreich zu übernehmen. Und das braucht auch eine gewisse Planung. Das heißt, die österreichischen Nationalsozialisten haben das nicht isoliert gemacht und geplant, sondern sie wurden unterstützt, und zwar wesentlich aus dem Nachbarland, aus Deutschland, mit Propagandamaterial, aber auch mit Waffen und Sprengstoff. Und zudem verhängte die deutsche Regierung Wirtschaftssanktionen über Österreich, dann wie die 1000-Mark-Sperre. Das heißt, oder das hieß, wenn ein Deutscher in Österreich Urlaub machen wollte, dann musste er damals 1000 Mark hinterlegen, und das konnten sich nur reiche Leute leisten. Damit würgten sie praktisch den Fremdenverkehr in Österreich ab. Das war die Doppelstrategie, die betrieben wurde. Einerseits wurden Nationalsozialisten in Österreich mit Waffen und Sprengstoff versorgt, und andererseits versuchte man, das Land wirtschaftlich am Boden zu ringen. Warum wurde die Partei der Nationalsozialisten in Österreich verboten und warum waren sie trotzdem im Aufwind? Weil sie Brand- und Bombenanschläge verübten und am Umsturz der Regierung arbeiteten. Und das war der Grund für das Verbot. Und die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland am 30. Jänner 1933, die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler, gab auch den Nationalsozialisten in Österreich großen Aufwind. Weil sie haben dort gesehen, es ist möglich, aus einer scheinbar aussichtslosen Situation an die Macht zu kommen. Wie wurde der Putschversuch am 25. Juli 1934 durch die Nationalsozialisten durchgeführt? Am 25. Juli 1934 um 12.53 Uhr überfielen 154 als Soldaten und Polizisten verkleidete SS-Leute das Bundeskanzleramt. Da sieht man schon die Dimension, 154, das ist eine große Anzahl, und da sieht man auch die Ernsthaftigkeit des Vorhabens und auch die Planung. Und jetzt kommen wir zu dem Bild, das ich euch am Anfang gezeigt habe. Was war das zweite Angriffsziel der Putschisten? Parallel dazu drangen um 13 Uhr eine weitere Gruppe von Putschisten, hier 15 SS-Männer, in die Wiener Senderäume der RAWAG ein, Radioverkehrs AG, und um sich das vorzustellen, zur damaligen Zeit 1934, natürlich vom Internet weit und breit nichts zu sehen, auch nicht einmal Fernsehen gab es, da war das Radio das Massenmedium, das halbwegs funktioniert zu dieser Zeit, und wenn ich die Macht in einem Land übernehmen will, dann muss ich einerseits die Regierung stürzen und andererseits brauche ich auch Zugriff zu den Massenmedien, also in diesem Fall zum Radio. Drum wurde dieses Gebäude ausgesucht und nicht irgendein anderes, weil wenn ich die Macht übernehme und ich kann das niemandem mitteilen, nützt mich das gar nichts. Was geschah nun mit dem damaligen Bundeskanzler Dr. Engelbert Dollfuß?
nicht nur wegen dem Bürgerkrieg, selbst eine umstrittene Person. Die Sache ging nicht gut für ihn aus. Er wurde durch zwei Schüsse tödlich getroffen und verstarb noch im Bundeskanzleramt. Mit welcher Falschmeldung eben in dieser eroberten Radiostation wollten die Putschisten die Machtübernahme in den Bundesländern durchführen? Weil, wie gesagt, eine einfache Sache ist eine Machtübernahme nicht. Es genügt ja nicht, dass ich in Wien die Macht übernehme, sondern ich muss ja auch in allen Bundesländern, an allen wichtigen Stellen die Macht übernehmen. Mit der Falschmeldung, dass Dollfuß die Regierungsgeschäfte an den ehemaligen steirischen Landeshauptmann Anton Rintelen übergeben habe. Und dieser Rintelen, auch eine dubiose Figur, ursprünglich ein christlich-sozialer, in Wirklichkeit auch schon ein NS-Sympathisant. Dann haben wir noch den weiteren Verlauf des NS-Putsches, also wie ging es überhaupt aus, war es erfolgreich oder nicht, weil es den Aufständischen nicht gelang, die gesamte Bundesregierung und den österreichischen Bundespräsident Wilhelm Miklas zu verhaften, brach der Putsch schnell zusammen. Das war der eine Grund, warum der Putsch schnell zusammenbrach. Das war, weil sie nicht alle Regierungsorgane ausschalten konnte. Und der Bundespräsident, auch Oberbefehlshaber des Bundesheer, war natürlich eine wichtige Figur. Und wenn ich das Bundesheer befehle, dann wird es schwierig, einen Putsch erfolgreich durchzuführen. Und der zweite Grund, dass der Putsch nicht funktionierte, war, dass die Bereitschaft von der Bevölkerung und auch die war nicht so groß, wie die Putschisten sich das vorgestellt haben. Es gab zwar diese Nationalsozialisten, aber es gab natürlich auch genug Sozialdemokraten und christlich-soziale und die waren sich ja total verfeindet gegenüber. Das heißt, es war keine Rede davon, dass jetzt alle schnell zu den Nationalsozialisten überlaufen. Also der Putsch ist eigentlich formal gescheitert in der Durchführung, weil es ihnen nicht gelang, die wichtigen Stellen durchzuführen. Aber er konnte damals noch nicht gelingen, weil auch der Großteil der Bevölkerung nicht dafür bereit war. Wie viele Opfer forderte nun der Putschversuch? Insgesamt starben wegen des Putschversuchs 247 Menschen und es gab 500 bis 600 Verletzte. Und was geschah mit den Aufständischen? Mit diesen wurde natürlich auch kurzer Prozess gemacht. Sie wurden im Zuge der Niederschlagung verhaftet und 13 Putschisten wurden durch Militärgerichte verurteilt und hingerichtet. Ich glaube, 4000 Nationalsozialisten wurden auch eingesperrt. Und das war natürlich auch wieder die Grundlage, als 1938 die deutschen Soldaten in Österreich einmarschierten. Dann kann man sich vorstellen, dass die Rachegedanken waren groß und die ganzen Leute, die 1934 eingesperrt wurden, rächten sich dann 1938. Aber wie ich schon gesagt habe, das 1934 ein eigentlich furchtbares Jahr der österreichischen Geschichte. Ich hoffe, diese Zusammenfassung hat euch geholfen. Über eine positive Bewertung, Daumen nach oben, würde ich mich wie immer freuen.